Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 6. Ich bin nochmal dahin zurückgelaufen, wo wir die Lichter gesehen hatten. Ach so, und die Jadefigur, die wir in der Kiste gefunden hatten, die wir ja übersehen hatten, die war was für Garrett. Das ist ein nur für Mönche Halsteil und das senkt seine Rüstungsklasse nochmal auf allen Slots. Das ist richtig toll. So, und dann bin ich zu den Lichtern gelaufen und habe mal die kleine Glocke ausprobiert. Und dann passieren Dinge. Ihr setzt euch auf die Stümpfe und läutet mit der winzigen Glocke. Bald schwirren die Leuchtkäfer aus ihren Verstecken zu euch herab und nähern sich vorsichtig dem Kreis, in dem ihr sitzt. Oh, kleine Feen. Hallo? Oh, die Feenkönigin sogar. Dann lassen wir mal Fenrir quatschen, ne? So, wir sagen mal Hallo. Hoho. Was sollen wir die jetzt fragen? Wir können sie mal nach dem Geist fragen, den wir getroffen hatten. Da wissen sie nichts drüber. Ja gut, das Ganze war in einer Höhle. Das Delphi lebt in einer Höhle im Finsterwald. Also heißt der Geist Delphi? Erzähl uns mal was über Delphi. Das Delphi ist allwissend. Was meinst du mit allwissend? Da weiß ich nichts drüber. Ja gut, Delphi, also der Geist wollte wissen, wer wir sind. Fragen mal, wer sind wir? Ich bin Seren. Also ja, wir im Sinne von königlichem Ich. Okay, habe ich verstanden. Hallo Seren. Ich bin die Feenkönigin. Draußen hat irgendjemand eine Autoalarmanlage gefunden. Über Feenkönigin weiß sie aber nichts. So, dann Finsterwald. Vielleicht, ihr müsst das Delphi aufsuchen. Das Delphi weiß alles. Vielleicht sollen wir bei Delphi dann sagen, dass wir Seren sind. Das schreibe ich mal auf. Das wäre eine Möglichkeit. Weiß alles. Aber das Delphi hat gefragt, wer wir sind, aber vielleicht ist Seren wirklich die Antwort darauf. Ja, dann gib mir mal kurz 3 Sekunden. Ich laufe dann mal zu Delphi. Bis gleich. So, wir sind wieder bei Delphi zu Hause und versuchen mal wieder mit ihm oder ihr zu kommunizieren. So, mach nicht so viel Grusel. So, wer seid ihr? Wir sind Seren, also die Königin der Feen. Die mögen sich scheinbar nicht. Okay, dann sind wir Delphi, also du. Das hat auch nicht funktioniert. Oder schreibt man Delphi mit IE am Schluss? Wir versuchen das nochmal.
Ansonsten bin ich gerade ein bisschen ratlos. Nee. Aber ich weiß auch gerade nicht, was ich die Elfen da nochmal hätte fragen sollen, um denen mehr über Delphi zu entlocken. Ich rat los. Okay, dann nochmal 3 Sekunden. Ich laufe nochmal zurück. So, ich glaube, ich bin ein Schrittchen weitergekommen. Ich bin schon länger mit den Feen im Gespräch. Und zwar hatte ich zuerst mal Gedankenlesen mit Gerrit auf die Feenkönigin gemacht. Da hat sie Delphi gesagt. Ausnahmsweise vielleicht mal was einem geholfen hätte. So, und dann habe ich ganz viele Dinge gefragt und irgendwann habe ich einfach mal gefragt, was will Delphi wissen? Delphi lässt nur schwer sich finden. Es gilt, 3 Fragen zu ergründen. Hoffentlich kommen jetzt Dinge, die uns helfen. Bedenkt, wir sind Bezauberung. Wieso steht das in Anführungszeichen? Ja gut, ich schreib's mal auf. Aber das wäre halt schon eine Antwort auf die Frage, wer seid ihr? Wir sind die Bezauberung in Person? Dann sagt, wir suchen Weissagung. Gut, dann fragt er danach vielleicht, was wir suchen. Keine Ahnung, ich schreib's auf. Und du hast von 3 Fragen gesprochen. Fahrt ihr mit der 3. fort? Sie kostet euch nur jedes Wort. Hört zu und vergesst mir nicht, was Delphi zu euch spricht. Sie kostet euch nur jedes Wort. Also ist beim 3. Mal egal, was man sagt? Ah, das ist alles ziemlich kompliziert. Ich laufe nochmal zurück zum Delphi. So, da sind wir wieder bei dem guten Delphi. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt da weiterkommen. Ich hoffe's. Ich hoff's. So, wer seid ihr? Wir sind Bezauberung. So, habe ich das richtig geschrieben? Wir sind Bezauberung, ja. Also, das ist das, was die Fee gesagt hat. Spiel, du machst mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Weil das andere war, wir suchen Weissagung. Das wird es wohl nicht sein. Ich vermute, dass der Übersetzer ein englisches Wort einmal mit Bezauberung und einmal mit was anderem übersetzt hat. Oh je. Mal schauen. Wir gucken zuerst mal, was Bezauberung überhaupt auf Englisch heißen könnte, welche Möglichkeiten wir dort haben. So, dict.leo.org ist mein bester Kollege. So, Enchantment. Und das rückübersetzt ist, könnte auch Verzauberung oder Entzückung oder Zauber oder Reiz sein. Vielleicht ist es eins davon. Da muss man kreativ werden. Ich meine, das Spiel hat ja auch schon einmal von Bau gesprochen, aber Höhle eigentlich gemeint und solchen Kram. Also versuchen wir mal, wir sind Verzauberung.
ihn fort. Du machst mich wahnsinnig. So, einen Versuch machen wir noch und dann schaue ich wieder allein weiter. Jetzt hätten wir noch Entzücken oder Zauberei. Wir schauen mal Zauberei. Wir sind Zauberei. Himmel, schon schön. Lasst mich mal noch ein bisschen probieren. So, nachdem ich ganz viele wilde Dinge probiert hatte und dann nach jemandem gesucht habe, der das auf Deutsch gespielt hatte, bin ich in so einer Google Coops gelandet. Und da hat jemand dann auch das Problem gehabt. Aber die Lösung war wirklich, wir sind Bezauberung. Ich habe mich scheinbar irgendwie vertippt, keine Ahnung. Reden wir nicht drüber. Und das zweite war ja, was die Fee gesagt hat, wir suchen Weissagung. Und es hat dann auch auf Anhieb funktioniert. So, und wir sind jetzt bei Frage 3. Werdet ihr zahlen? Und da hieß es ja, kostet uns alles. Also ist da wahrscheinlich die Antwort ja. Ich bin verzweifelt genug, wir sagen ja. Ich werde in die irgendwas. Eine Erscheinung wirbelt durch die Höhle und zeigt, ja, doch dann ist er verschwunden. Ein anderer ersetzt ihn. Es ist böse. Und sehr mächtig. Aber du hältst ihm stand. Du hast etwas in der Hand. Eine blitzende Glasscherbe. Und drängst es zurück. Dann siehst du ein Silberkreuz hoch in die Luft gehalten. Weihwasser spritzt dem Monster ins böse Gesicht. Schließlich wird ihm ein Pflock aus... Ja, das Ding beginnt zu sterben. Die Erscheinung verblasst. Du bist allein in der Höhle. Und wir haben einen Stab bekommen. Es hieß doch, Aram war doch nicht vom König von Aram die Rede? Das stand doch, glaube ich, auf dem Grab. Gib das mal bitte Thoralf. Wenn man nochmal, also war das jetzt die Beschreibung, wie wir den Endkampf machen müssen? Aber das ging alles furchtbar schnell. Also Weihwasser, wir hatten ja von dem Mönch dieses H2O+. Dann hatten wir diese Stöcke, die scheinen ja am Schluss zu kommen. Am Anfang kam irgendwas glitzern, nee, eine Scherbe. Ich glaube, es war Scherbe, Wasser, dann das Kreuz, was wir haben. Da ist er schon mal vor zurückgeschreckt. Und dann die Stöcke, Moment. Also Scherbe, Wasser, Kreuz und Stöcke, wobei ich aber noch nicht weiß, was mit der Scherbe gemeint ist. Okay, wir sind irgendwie schlauer, ne? So ein bisschen. Gut, das wird die Folge der Unterbrechungen. Nochmal eine 3 Sekunden Pause. Ich laufe nochmal hier raus und dank der Karte, die ich in diesem Wald benutzen musste, weiß ich, dass im Norden noch irgendwas ist. Da gehen wir jetzt hinschauen. Es gab noch eine Zahl auf der Karte, die ich gerade noch gesehen hatte. Hinter dieser Zahl verbirgt sich der Fels der Wahrheit. Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Komischerweise ist die Oberfläche des Felsens abgeflacht und poliert. Eure Gruppe spiegelt sich in ihr. Wir suchen eine spiegelnde Scherbe. Hat zumindest Delphi gesagt. Ich weiß, es ist schön poliert, aber können wir da ein Stück abpacken? Wir brauchen das, um die Welt zu retten. Wir hatten unsere Spitzhacke gerade. Ich glaube, das letzte Mal war die bei Gustav, oder? Gustav, bist du der Mann mit der Hacke, ja. Vorsichtig schwingst du die Hacke, um den Fels nicht zu zerstören. Tatsächlich löst sich ein kleines Stück aus der glatten Oberfläche. Reflektierende Steine, mehrere. 4 Stück. Also das Holz hatte ich ja bei den vorderen Rängen verteilt.
verteilen wir die Steine mal hinten, sofern Platz ist. Dann nimmt ne, Daryl hat auch keinen Platz. Gerrit hat auch keinen Platz. Jungs, mach mich nicht schwach. Okay, dann müssen wir das später nochmal umverteilen. Komm, irgendjemand muss doch. Okay, wir haben alle reflektierenden Steine unterbekommen. So, jetzt müssen wir nochmal ein Stückchen laufen, um zu dem Platz zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte, bis mir dann die eine Zahl da noch aufgefallen ist auf der Karte, die ja scheinbar essentiell wichtig war. Mann, haben wir heute ein Schwein. Delphi hat mich schon so die ein oder andere Form von Nerven gekostet. So, jetzt müssen wir noch mal kurz durchs Dunkel huschen. Ja, in der Dunkelheit gibt es wohl drei wichtige Dinge. Jetzt sind wir wieder draußen und werden empfangen. Ein Däumchen. So, stoßen, Dinge tun. Fenrir, du schläferst die mal bitte ein. Sonst kommt mir da zu viel Schaden rein. Oh, wir sind auch nicht gebufft, Kacke. Gustav, was kannst denn du von den Buff-Zaubern? Zauberklinge kannst du. Dann mach das mal bitte. Thoralf, du machst bitte einen gescheiten Eisball. Auch nach vorne. Dann sollte die Reihe eventuell sich stark gelichtet haben. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Norden. Zu der, glaube ich, letzten Zahl auf der Karte. Und dann sind wir wieder komplett ohne Karte unterwegs. Denn das war jetzt nur für diese Dunkelzone und diesen Wald eine Ausnahmegenehmigung ganz höchstpersönlich von eurer Let's Playerin Sinalur erteilt. So, nicht Gerrit schlagen, sondern sterben. Seid ja schlimmer als ein Sack Flöhe. So, ja. Bisschen was geht noch. So, wie viel haben wir noch über? Ja. Von den sieben sind noch drei übrig. Okay, dann gehen die Herren Nahkämpfer bitte nach hinten. Fenrir schläfert vorne ein. Und Gustav, kannst du auch den Rüstungszauber? Nee, kannst du nicht. Dann gib uns deinen Segen. Und Thoralf macht einen Eisball nach vorne. Ui, ein schöner Crit. Und noch einer tot, dann ist es vorne nur noch einer, ne? Nee, hä? Hat sie jetzt auf die zweite Reihe den, die Laute gemacht, weil die erste leer war? Das ist sehr schön. Noch den Eis. Nee, den Eisball hatte ich nach vorne. Nee, sie hat nach vorne die Laute. Wir haben hinten jetzt mit den Nahkämpfern aufgeräumt. So rum war das. Ah, der Wald hat mich einige Gehirnzellen gekostet. Ist jetzt dunkel. Mach mal das Prometheus-Gedönse. Und Gustav, du schlägst zu und Thoralf macht noch ein paar magische Geschosse und go. So, war es das? Ja. Finsterwald, Vorsicht. Ja, da waren wir. Da hatten wir ganz viel Vorsicht walten lassen und ganz viele Nerven gelassen und so weiter. Es kann eigentlich nicht mehr so weit sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ist eine Tür und eine Treppe. Hallo erstmal. Wir buffen mal nochmal. Spruch. Das Gehirn läuft gerade ein bisschen langsamer. Rüstung.
Dann Spruch To Ralf. Jetzt habe ich mich verklickt. Spruch To Ralf. Geheimnis entdecken. Und Spruch To Ralf. Magieschutz. Und da hinten sehe ich noch eine Treppe. Eine Nische. Ah, die Ausdauer von Thoralf. Da ist nochmal ein Brunnen. Andrian. Gift. Sehr schön. Wer hätte es gedacht? Spruch Gustav. Vergiftung. Heil, mach mal Maximum auf Andrian. Alles wieder gut. Sind wir jetzt in unserem Gefängnis? Nee, Quatsch, da ging. Widerwächter. Hi. Hier redet immer jeder von einem Widder. Wir haben diversen Widderkram und so weiter. Wir möchten euch aber jetzt töten. Und sind verwirrt. Wird schon. Kannst du die Widderwächter einschläfern? Du schlägst, du machst feurige Dinge. Ich habe irgendwie Angst vor denen. Aber der Schild sieht cool aus. Das wäre was für Andrea. Der hat schon lange nichts mehr gelootet. Moment mal, wenn es da vorne wieder hochgeht, wer kam doch gerade von oben, oder? Irre ich mich da? Drachenschild. Gibt das mal Gustav. Und Andrian ist noch aufgestiegen. Machen wir Skillpunkte in Schild? Nee, wir machen es erstmal Theologie fertig. So, das ging genau auf. Dann ist er jetzt auch ein vollwertiger Heiler. So, was möchten wir von dir? Wort des Todes, kannst du auch den Todesfluch, den machen wir mit dir auch noch. Der ist nämlich übelst. So, was habt ihr hier bewacht? Haben wir hierfür einen Schlüssel? Wir hatten mal viele, aber ich glaube, ja, wir haben die Kupfer-, Eisen- und Chrom-Dinger noch. Nee, wir haben aktuell keinen neuen Schlüssel. Zwei Treppen direkt nebeneinander, die beide hochgehen. Tempel des Widders, nur für Mitglieder. Ah, das war dann anderer Gefängniszugang wahrscheinlich, wegen dem vergifteten Brunnen und so weiter. Ich glaube, das könnte Sinn machen. So, Tempel des Widders, nur für Mitglieder. Hey, stehen bleiben. Ihr habt draußen nichts zu suchen. Wachen! Ich wollte gerade noch einen Gedanken zu Ende bringen, Spiel. Aber dann halt nicht. Dann muss ich jetzt kurz konzentriert sein. Hat das mit dem Einschläfern funktioniert bei den Wachen unten? Ich weiß es nicht mehr. Mach du mal ein paar Magiegeschosse und dann bringe ich jetzt meinen Gedanken zu Ende. Es war nur für Mitglieder. Wir tragen schon ewige Zeiten diese Ziegenmaske da mit uns rum. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wir schauen mal. So, den Wächter mal eben weggekrittet. So. Was? Platifo. Platte des Narren oder Irren oder so. Das klingt verdammt verflucht. Wir schlafen eine Runde. Nein, schon wegen Ausdauer. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns da drin erwartet. Schon ein klein bisschen.
Aber wir suchen zuerst mal. Spiel sagt nichts. Moment, wenn wir von vorne kommen, rufen wir. Ja, so kann man auch leveln. So war das nicht gemeint und außerdem wollte ich eh buffen. Diese Folge war anders. Ich glaube, das mit dem Schlafen hat nicht funktioniert. Dann machen wir das Prometheus-Dings. Du buffst bitte das, was ich eigentlich buffen wollte. Ah, die Zauberklinge in ordentlich. Thoralf, du machst bitte einen Feuerball in ordentlich. Und go. Also ich bin immer noch dabei, dass wir die Ziegenmaske benutzen und damit dann zeigen, dass wir zu dem Laden gehören. Wir haben ja noch andere wieder Gegenstände. Aber wir gehen nie wieder von dieser Tür weg. Nie wieder. Ich hoffe nicht, dass bei jedem falschen Gegenstand, den ich verwenden werde, wieder Wachen kommen. Bisschen sterben. Unsere Zauberklinge ist gebufft. Dann buff du mal bitte noch eine Rüstung. Und Geralt macht Schaden. Daryl auch. Fenrir macht ein Hörnchen. Gustav, du schlägst mit drauf. Thoralf, du brauchst dringend Mana. Egal, hau was raus. Go. So, Rüstung ist gebufft. Ein Widerwächter ist vergiftet und noch einer. So, das Hörnchen. Und ein Eisbällchen. Sehr schön. Beginnt das große Widersterben. So, wir haben wieder aufgeräumt. Wir sind gebufft. Dann versuchen wir jetzt Dinge. Und zwar, wer hat irgendwelchen Widderkram oder Ziegenkram? Knochenkette, Mantis, Feuer, Ziegenmaske? Kein Effekt. Okay, das war meine erste Idee gewesen, aber die war es nicht. Zumindest kamen keine neuen Wachen. So, Ziegenmaske, rote Pilze, eventuell durchs Gitter durch, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das sind alles die Sachen gegen den Endboss. Benutzen Geralt. Ja, diese Maumumu-Figur war ja auch schon mal ein Schlüssel. Gummistrang, eine Angel. Königliches Tagebuch, Nachtstab, Lebensamulett, Holzpflock, Schwarzklinge. Wir haben einen Scheiß. So, Auferstehung, Geschoss, Mais, Charme, uralter Staub, Schädeldolch. Nee, wir hatten noch, glaube ich, auch noch einen Ziegendolch, ne? Da wieder Dolch, genau. Kein Effekt. Terrell, hast du sonst noch irgendwas? Ich hoffe nicht, dass wir irgendwo irgendwas übersehen haben. Das wäre Worst Case. Heiliger Pflock, nee. So, Fenrir, du hast normalerweise nicht so viel Kram. Außer Schlüssel. Metoishorn, reflektierender Stein. Das Widderbuch? Nein. Serienbuch, Panflöte. Entschuldigung.
Mantel, Koboldstab, reflektierende Steine. Ah, Drachenschild wollten wir noch gucken und anziehen. Nachtamulett, Knochenkappe, Engelszunge, Zauberhut, Kabuto, Luchsring. Und die Blade du Fou wollten wir noch gucken. Aber ich würde zuerst mal die Tür aufkriegen. Der Zauberring war halt auch schon mal ein Eingang, aber ich glaube hier nicht. Peacemaker. Ja, Papagei, Augenklappe und so ein Kram haben wir. Weihrauch. Das Buch der Verdammten. Geisterstab. Ach, den Aramstab. Stimmt, den hatten wir von Delphi bekommen. Ich depp. Kein Effekt. So viel zu dem Thema. Gut, dann schauen wir nach den Dingen, die wir schon im Inventar haben. Gustav, du prüfst mal bitte den Drachenschild. Minus 4. Ja. Für Andrea. Dann machen wir da noch einen Spruch drauf. Und zwar identifizieren. Ja, ganz normaler Schild. Dann gib den mal bitte an Andrean, der das Inventar voll hat. Sehr schön. Wir hatten doch noch irgendwas. Ah, die Blade du Fou wollten wir schauen. Dann lass mal bitte das Kabuto-Ding hier. Das war der Samurai-Helm. Wir wollen nicht mehr über Samurai reden. Dann pack mal diesen Koboldstab weg und nimm dafür die Blade du Fou raus. Und dann machen wir da auch noch Identifizierungskram rauf. Fluch, sag ich doch. Jeder, der Französisch kann, weiß, das Ding ist verflucht, garantiert. Gut, und bevor noch irgendwelche Dinge passieren, gehen wir mal in die Pause. Bis gleich.